Was magst du nicht an der Corona-Politik? Die Tatsache, dass sie sagten, sie machen keine Propaganda für Sachen, aber es immer noch machen. Dass sie meinten, es wird nicht pflichtig sein, eine Impfung zu haben, aber trotzdem überall darstellen, dass sie Tests kostenpflichtig machen. Damit jedes Mal, wenn man einen Test braucht, der natürlich 24 Stunden nachbeifallen muss, immer 5 Euro oder weniger oder mehr zahlen muss, um einen Test zu haben, weil man braucht immer offizielle Tests, nicht wie am Anfang, wo man Selbsttests haben konnte, die man selber kaufen konnte. Also wird die Tatsache, dass man nicht geimpft ist, einfach nur nerviger und kostenaufwichtiger, als wenn man immer wieder Tests machen muss. Die Tatsache, dass sie überall hindeuten, dass sie meinen, du brauchst keinen Test haben, aber es ist schon dumm, wenn du nicht geimpft bist. Dass es zu sozialen Konstrukt wird, dass man, ich bin schon geimpft, bist du schon geimpft? Aber man sagt, ich bin nicht geimpft, warum bist du nicht geimpft? Und wenn man sagt, ich vertraue der Tatsache nicht, dass man geimpft ist nach so einer kurzen Zeit, und dann ist man natürlich ein Verschwörungstheoretiker in der Tatsache, dass man nicht daran glauben kann, dass der große Staat, Mutterstaat, alles Gute für einen will, obwohl man einfach nur Bedenken hat, die man aus natürlichen Gründen hat. Zum Beispiel, Impfungen werden auf Jahrzehnte aufgebaut. Krankheiten werden erdeckt, ausgeweitet und ermittelt. Und man will mir sagen, eine Krankheit, die in der Krisenzeit rausgekommen ist, wo viele Probleme vorher schon dran waren, in einem Jahr schon ermittelt wurde und schon gesagt wurde, was daran der Trigger ist und wie man es lösen kann. Ich glaube, ich vertraue nicht 100% auf die Lösung, die in einem Jahr gelöst wurde, wo man sonst immer 10 Jahrzehnte braucht oder hat. Deswegen habe ich Probleme mit der Impfung und sie einfach anzunehmen.